Hallo und ganz herzlich willkommen, ich bin eure Lara und wir schauen uns heute mal ein Replay von mir an. Wir haben uns beim letzten Mal mit dem Early Game beschäftigt und damit soll es jetzt weitergehen. Wir fangen dabei an mit der Midlane. Wir haben hier ein Early Game von einer gewissen Zoe. Ich suche mich mal, da bin ich. Also von mir, ich spiele Zoe in der Mitte und ich habe ein ziemlich schlechtes Matchup. Ich spiele nämlich gegen den Lucian. Lucian kann wegjumpen. Und wer Zoe kennt, weiß, Zoe muss die Bubble treffen und dann kann sie den Carry one-shotten. Und das ist die Stärke von Zoe. Und da er noch mit Clans spielt, ist dieses Matchup ziemlich schlecht für mich. Wie spielt man so eine Lane? Eine Lane, wo man Killing Pressure hat und easy gewinnt, das kann ja eigentlich jeder spielen oder sehr viele können das irgendwann spielen. Aber die Frage ist, wie gewinne ich eine Lane, wenn es nicht so gut läuft? Und das wollen wir uns mal anschauen. Wir haben die Lane gewonnen, obwohl wir ein sehr, sehr schlechtes Matchup haben. Auf was achten wir? Wir achten darauf, dass wir. Wir schauen uns erstmal die Basics der Lane an. Ich möchte das nochmal verdeutlichen, was ich im letzten Video erklärt habe. Auf HP achten, auf Mana achten, auf den Level Power Spike, auf den Item Power Spike, auf die Minimap und so weiter und so fort. Ich mache mal die Sicht vom Team Red an, weil das ist einfacher. Ich versuche jetzt erst einmal direkt von Anfang an schön eine Q raufzuhauen, denn jetzt arbeitet auch mein Mana-Rack. Wenn ihr auf die Lane kommt und dann habt ihr volle HP und volle Mana normalerweise. Bei mir ist beides nicht ganz voll, sagen wir so zu 90% voll. Ihr macht als erstes, wenn ihr ein Mana-Champion seid, eine Fähigkeit auf den Gegner oder auf die Minions, um zu pushen. Zu pushen, um Level 2 zu bekommen, den Gegner vielleicht zu All-In, in diesem Matchup natürlich nicht, weil das ist ziemlich schlecht für mich, vor allem auf Level 2 ist es ziemlich schlecht für mich. Aber ihr macht eine Fähigkeit, damit ihr euren Mana-Rack aktiviert. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Fähigkeit gemacht habe, die verbraucht ja Mana. Ihr sagt ja, das ist doof, denn dann habt ihr ja nicht mal Full Mana, aber doch, das ist ziemlich gut, denn in der Zeit könnt ihr eventuell dem Gegner Schaden machen. Wir haben ihn auch ein wenig Schaden gemacht. Ist zwar nicht viel, aber wir haben ihm ein bisschen Schaden gemacht damit. Und damit hat der Lucian übrigens auch gemacht mit seinem Mana-Rack. Damit Mana-Rack aktiv ist, geht ihr erstmal mit einer Fähigkeit in den Trade rein. Direkt auf Level 1. Damit ihr HP und Mana verliert, damit das hochrecken kann. Denn dann, wenn es arbeitet, ist es am besten für euch. Weil ihr könnt halt den Gegner traden mit eurem Mana, was ihr verliert. Wenn ihr das nicht gemacht hättet, dann ist euer Mana die ganze Zeit voll und das bringt euch nichts. Und ein Trade, der wäre so nie zustande gekommen. Deshalb ist das ganz wichtig. Wir achten jetzt auf Level 2. Er ist gerade Level 2 geworden. Ich bin Level 2 geworden. Man hätte jetzt mit der Bubble instant reingehen können. Ich habe mich dagegen entschieden, weil Lucian wirklich ein ziemlich schlechtes Matchup für mich ist. Er wird mich auch hart outfarmen, das wird man hier auch sehen. Er hat schon 2 Farm mehr als ich. Gut, das ist jetzt nicht so viel, aber er wird dann im Peak so um die 20 Farm mehr haben. Übrigens, diese Lane haben wir gewonnen. Und wie man sieht, er ist einfach viel stärker als ich und deshalb mache ich jetzt nichts. Er hat jetzt voll Leben, volle Mana, da verschwendet er ein bisschen was. Ich in dem Fall auch, weil ich mir die Q für die Minions aufhebe, wenn sie gleich unter den Tower pushen. Er pusht mich hart ein und ich versuche hier den Freeze aufzusetzen, das heißt, die Minions daran zu hindern, dass sie in den Turm reingehen. Das klappt ja nicht so ganz, aber es ist okay. Und ihr könnt jetzt schon den Farmunterschied sehen. Er farmt mich halt hart, gerade unter dem Tower mit Zoe ist immer so eine Sache. Da haben wir nicht so viel rausbekommen. Und dass dieses Matchup gegen uns läuft, ist klar. Jetzt, da ich weiß, ich habe keine Chance und die Minions sind neutral, das heißt, ich kann mir es erlauben, mal für 20 Sekunden irgendwo hinzugehen. Gehe ich in die Mitte, gehe ich hier Botside und platziere hier mein Ward, um der Rek'Sai zu helfen, falls die Krabbe contestet werden sollte vom gegnerischen Jungler. Wird sie nicht. Deshalb gehen wir wieder zurück und ja, fahren weiter. Die Elise ist jetzt auch gerade hier oben. Das sehe ich jetzt auch. Und die Rek'Sai move direkt hoch und ich entscheide mich auch zu followen. Jetzt haben wir nämlich gepusht. Der Gegner muss mehr Minions clearen als wir. Und deshalb entscheide ich mich, hochzugehen.
Das müsst ihr als Midlaner machen, vor allem wenn ihr ein schlechtes Matchup habt und keine Chance habt. Dann macht das Sinn, viel zu roamen. Natürlich so, dass es safe ist und dass ihr nichts verliert. Ihr sagt jetzt, ja, ich verliere Minions, wenn die in den Tower gehen. Aber schaut mal, was passiert. Da er... Meine Minions waren in der Überzahl. Ich hatte 10 Minions, als ich weggegangen bin. Der Gegner hatte 6 Minions. Das heißt, er muss mehr Minions killen, damit sie in den Tower reingehen. Und schaut mal, jetzt hat er sie alle gekillt. Und jetzt bin ich wieder da mit meinem Roam. Wenn der Gegner... Wenn ihr 4 mehr Minions habt, sagt man circa, könnt ihr roamen. Auf Top oder auf Bot. Ihr müsst natürlich auch instant dann wieder zurückgehen, wie ich es auch gemacht habe. Und ja, das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis dahinter. Ihr seht jetzt auch, er outfarmt mich hart. Er hat 10 mehr Farm als ich, 20 mehr Farm. Das ist vergleichbar mit einem Kill und ich weiß, ich kann ihn nicht traden. Er tradet auch ganz gut gegen mich, wie man hier auch sehen kann. Richtig schön. Ja, das sind so, ist so die Laning Phase. Ab Level 6 wird es interessant, vor allem in der Mitte. Den habe ich auch noch gekriegt, den Minion. So, da ist die Elise. Und ich weiß, Rek'Sai ist oben. Und Elise ist gerade down gegangen. Das heißt, Elise wird wahrscheinlich Botzeit sein, vor allem weil der Drache auch ab ist. Ich wusste, dass Elise hier irgendwo im Jungle ist. Deswegen spiele ich das Ganze auch gerade sehr, sehr passiv. Pushe hier nicht hart rein. Außerdem brauche ich meine 1800 Gold. Beziehungsweise 1300 für das Item. Und da ist die Elise. Ich habe es gewusst, dass die hier oben ist, deswegen habe ich das auch so safe gespielt. Jetzt wird sie wieder zurückgehen. Das war klar. So. Geht's weiter. Jetzt passiert hier nicht so viel. Das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Nebenbei Farm hier, er pusht die ganze Zeit. Wenn ihr so hart eingepusht werdet, dann könnt ihr manchmal auch einfach nicht roamen. Aber ihr könnt versuchen zu freezen, damit der Gegner möglichst viel verliert. Ich möchte euch das mal kurz erklären. Wenn der Gegner pusht, dann will er meist roamen. Weil ich habe euch ja gezeigt, wenn er pusht, könnt ihr roamen. Ich habe hier meine Minions. Und wenn die Minions hier etwa stehen bleiben, also auf meiner Seite, habt ihr einen Freeze. Und weil die Minions weiter gegeneinander kämpfen und ihr die nur last hittet, bleibt die Wave in der Nähe eures Towers stehen. In der Mitte ist das etwas schwierig, aber funktioniert auch einigermaßen. Und dadurch könnt ihr den Gegner punishen, weil er dadurch sehr viel verliert. Ohne dass die Minions in den Tower reingehen und ihr sehr viel verliert. Und so könnt ihr das halten. Das heißt, wenn ihr behind seid, von behind aus zu spielen, ist nicht ganz einfach. Aber es kann manchmal auch funktionieren. Das ist das, was ich meinte. Ich pushe jetzt hier aus. Und helfe dir jetzt. Der Gank wird klappen. Ich werde dabei zwar drauf gehen. Aber wir kriegen auf jeden Fall die Elise. Hier, wir haben die Elise bekommen. Und schaut mal, was hier in der Mitte passiert. Der Lucian verliert jetzt hier eine ganze Wave. Und die gegnerische Wave bleibt hier gestackt, weil sie nicht in den Tower reingehen kann, weil ich sie vorher gepusht habe. Ich habe jetzt einen Slow-Push gegen mich und wenn ich zurückkomme, wir schauen mal, was ich dafür verliere. Ein Minion. Hier habe ich sogar noch die Erfahrung mitbekommen. Ich habe einen ganzen Minion verloren, nur einen. Und er hat eine ganze Wave, also ganze 6 Minions verloren dabei. Obwohl ich hinterher noch Roman war. Er war Base. Und ist dann wieder auf die Lane gekommen. Und trotzdem, obwohl ich noch nachträglich geroamt habe, habe ich sogar mehr bekommen. So müsst ihr quasi versuchen, als Midlaner zu spielen. Und das ist das, was ich meine. Ihr Midlaner, Midlane ist eine mechanisch anspruchsvolle Rolle. Sie ist nicht so wegen den Champions, die zu spielen sind, oder wegen dem 1 gegen 1, weil das Skill-Matchups oftmals sind. Das ist oftmals wirklich ein Skill-Matchup einfach nur. Sondern wegen den Roam-Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr seid so eine Art Early zweiter Jungler. Der Lucian pingt jetzt auch sehr aggressiv. Die Elise beachtet das nicht so wirklich. Ich habe jetzt wieder die Wave reingepusht und kann wieder roam. Weil die Wave in dem Tower ist und Lucian natürlich farmen will, weiß ich, dass der mir nicht followen wird. Ich ignite dich noch mit Auto-Attack und W und Elise ist tot. Hier komme ich auch noch raus mit Flash.
Und habe einen Kill. Ich laufe oben rum, weil ich weiß, dass der Lucian jetzt kommt. Die Rek'Sai pinkt mich jetzt auch. Und ich gehe da safe raus. Gut. Das wäre eigentlich so der Anfangsstart. Die meisten farmen erst einmal. Manchmal lohnen sich Roams aber nicht. Meist macht es Sinn, sich ein erstes Teil-Item zu holen. In meinem Fall habe ich Lord Trapton Boots mir gekauft bei meinem ersten Einkauf und das ermöglicht es mir erstmal durch Boots schneller roamen zu können. Und mit Lost Chapter habe ich eigentlich meist genug Mana. Und ich habe vorhin darüber geredet, dass der Lucian 20 Minions mehr gefarmt hatte als ich. Und jetzt, nach der Wave, schauen wir uns mal an, was daraus geworden ist. Er hat jetzt nur noch 5 mehr Minions. Er hat 5 mehr Minions als ich. Also ich habe 15 Farm aufgeholt. Ich habe jetzt wieder ausgepusht. Er verliert jetzt wieder hier eine halbe Wave. Und ich kann roam. Obwohl er quasi die ganze Zeit in der Mitte war. Und mehr, ja, okay, und mehr oder weniger, das war ein bisschen in von mir. Da hätte ich früher weggehen sollen. Und ihr seht, ich hätte früher Base gehen sollen. Warum? Weil ich jetzt auch ein bisschen was verliere. Das war eine Fehleinschätzung von mir, sonst hätte ich den Farm ausgleichen können. Trotzdem kriege ich die drei noch. So. Ihr seht, wie er tradet. Er tradet natürlich deutlich besser als ich. Also, obwohl er quasi die ganze Zeit in der Mitte geblieben ist und gefarmt hat, habe ich trotzdem ihm gegenüber eine kleine Advantage, würde ich meinen. Schauen wir uns mal den Goldunterschied an. Es ist tatsächlich ziemlich ausgeglichen. Er hat ein bisschen Gold mehr als ich, weil er noch einen Assist hat. Und ja, ich habe einen Kill dafür mehr, aber irgendwie hat er trotzdem mehr Gold. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise sagt man so circa 18 Minions einen Kill. Und ich habe einen Kill mehr als er. Und das ist das, was der Unterschied ist. Und trotzdem hat er irgendwie mehr Gold. Ich habe keine Ahnung. Fragt mich nicht, was da los ist. So. Ihr seht das. Er kann einfach wegdashen. Ich kann ihn auch nicht killen. Ich move jetzt wieder mit der Rek. Ja, ich habe mir jetzt dazu entschieden, das nicht zu tun. Der Lucian ist jetzt wieder da unten kurz gewesen. Und ich habe die Zeit genutzt, um aus. Okay, das geht natürlich nicht. Jetzt fighten wir hier mal, weil ich habe gesehen, dass die Rek'Sai am Kommen ist. Und so haben wir uns den geholt. Ihr habt gesehen, ich bin ziemlich viel schwächer als er. Er hat mich sehr schnell gut runtergetradet, als ich im 1 gegen 1 gefightet habe. Hier, nächster Kill. Nächster Kill. Damit ist der Drache secured, weil wir den gegnerischen Jungler gekillt haben. Und so müsst ihr das als Midlaner machen. Ihr roamt, wenn ihr ein schlechtes Matchup habt, lohnt sich ein Roam. Wenn ihr den gegnerischen Midlaner killen könnt, macht das bevor der Jungler kommt. Oder wenn ihr wisst, dass der Jungler gerade nicht da ist. Denn sonst passiert genau das. Ihr habt gesehen, er hat mich ziemlich schnell runtergetradet, als wir 1 gegen 1 gefightet haben. Dann kam aber die Rek'Sai und wir haben es gemeinsam gerissen. Und jetzt schauen wir mal an, was mit dem Goldunterschied passiert ist. Ich habe 300 Gold Bounty. Und ich habe 200 Gold mehr als er. Obwohl ich doch eigentlich ein schlechteres Matchup habe. Einfach weil ich das clever gespielt habe. Ich habe die Lane echt mechanisch, habe ich die Lane ziemlich schlecht gespielt. Ich wiederhole das nochmal. Aber habe halt vom Decision Making, also von den Entscheidungen, die ich getroffen habe, genau das Richtige getan. Konnte jetzt fett einkaufen. Ich habe mir jetzt die Boots geholt für mehr Durchdringung. Und ja, der Lucian. Naja. Ich kann ihn immer noch nicht killen, alleine. Ich kann ihn nicht solo killen. Aber die Midlane hängt nicht unbedingt von Solo Kills ab. Die Sache ist, wir haben die Elise jetzt schon dreimal gekillt. Und die Elise, ich nehme jetzt den Blue Buff. So, den Blue Buff, danke.
Und ich habe die Elise dreimal gekillt. Und wenn ihr den gegnerischen Jungler behind bringt, ist das eigentlich das Beste, was euch passieren kann. Ich versuche jetzt öfters hier im Jungle mal so ein bisschen Druck aufzubauen. Ihr seht es, ich cleare Wards, ich sweeper hier alles durch, um die quasi der Elise alles zu nehmen. Hier schau, Rek'Sai kann dadurch das Camp safe farmen. Ich habe wieder nichts verloren. Wie ihr hier seht, 4 von 6 Minions haben wir bekommen. Jetzt holen wir uns auch gleich noch wieder den Lucian. Die Elise ist schon wieder tot. Die Elise ist komplett raus aus dem Game. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Er hat übel spät erst geclanced. Und da ist der nächste Kill. Und ja, der Supporter war im Roam, der Jungler ist auch am Start. Bin übrigens mit dem Supporter auch Premade. Aber das nur nebenbei. Manche würden jetzt sagen, yo, der Lucian ist ja unlucky. Er spielt die Lane einfach gut. Aber vom Decision Making spielt er die Lane relativ, ich sag mal, schlecht. So. Da haben wir noch einen Redemption rausbekommen und damit holen wir den Tower. Und da hat man gesehen, auch wenn ich das hier nicht unbedingt immer als, es gilt natürlich jetzt hauptsächlich nur für die Midlane, aber da seht ihr es, ihr müsst lernen, quasi wenn ihr Midlaner werden wollt, ist das euer Skill, den ihr lernen wollt, müsst gleichzeitig farmen und gleichzeitig Kills holen sozusagen. Beziehungsweise Pressure bauen, andere Lanes unterstützen, denn die Midlane ist die Lane, die man am schwersten holen kann. Das wäre jetzt die. Das ist so ein bisschen kritisch. Nice. Den killen wir auch noch. Jetzt kommt die Elise und jetzt sind wir so ein bisschen im Arsch. Aber wir kommen da noch raus. So. Auf jeden Fall, das war's eigentlich. Die Midlane ist eigentlich so die Lane, die ihr am wenigsten down kriegen müsst. Ja. Und also die am der Tower in der Mitte, ich versuch's nochmal, der Tower in der Mitte ist der, der am schwersten fällt. Es ist leicht, auf den Sidelanes Pressure aufzubauen und vor allem noch besser, wie es in dem Game geklappt hat, den gegnerischen Jungler zu killen. Dass man so krass snowballt wie ich jetzt hier. Und den Jungler wirklich 0-8 behind fallen lässt. Die haben den viermal gekillt, den gegnerischen Jungler. Und an dieser Stelle kann das Team snowballen eigentlich. Das ist das Beste, was euch passieren kann, wenn hier das Game so krass snowballen kann. Und damit ist es Early. Die Bubble war richtig kacke. Damit ist das Early Game auch vorbei, denn wir haben den Tower geholt und damit ist das Early Game over. Wie es dann weitergeht, das kommt vielleicht später. Wir werden jetzt aber auch noch andere Lanes uns mit beschäftigen, wie man das da am besten macht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.